Am Montag, den 5.9.2022 gegen 15 Uhr, wurde die Feuerwehr Erftstadt auf die L33 in Höhe Friesheim alarmiert, da ein Bus der Linie 979, der von Friesheim in Fahrtrichtung Erft fuhr, kurz hinter den Ortsausgang in einer Kurve einem Fahrzeug ausgewichen ist und dabei in die Böschung am linken Fahrbahnrand geraten ist. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die Insassen. Einige Fahrgäste schafften es eigenständig aus dem Bus zu gelangen, den anderen half die Feuerwehr. Zwei der vier Fahrgäste und der Busfahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer und eine mitfahrende Person wurden in ein Krankenhaus transportiert. Die dritte verletzte Person wollte selber einen Arzt aufsuchen. Die L33 war während der Rettungsarbeiten voll und während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. Bis zur Bergung wurde die Sperrung aufgehoben. Für die Bergung wurde die Straße von ca. 18 bis 18.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren mindestens die Wehrführung, die hauptamtliche Wache, die Löschgruppen Friesheim, Niederberg, das Notarzt-Einsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und drei Funkstreifenkraftwagen, davon einer vom Verkehrsdienst.
beiden noch fahren können. Ne? Wenn wir die Sessel so umsetzen, dann könnt ihr hier eben vorbeifahren. Aber bremsen wieder los, bitte! Der ist hinten dran, ne? Der Bus ist schön. Muss der zum Beispiel Erbstadt? Ich weiß nicht, ob der Erbstadt. Ja. Am besten, aber da müssen euer Bus und die zwei PKWs. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.